Aus gegebenem Anlass möchte ich heute noch einmal zum Thema Atomenergie etwas sagen. Wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, geht in Deutschland das Licht aus und der Strom aus und alles Mögliche. 5,4% des Stroms werden in Deutschland durch Atomenergie erzeugt. 4.200 Störfälle sind bisher gemeldet worden. Der Steuerzahler war mit ungefähr 50 Milliarden Euro bisher an der Erforschung und Erprobung der Atomenergie beteiligt. Alleine die Ertüchtigungsleistungen für Atomkraftwerke gehen in die Hunderte von Millionen, die man nämlich auch in die Entwicklung erneuerbarer Energien stecken könnte. Wie in Schleswig-Holstein, da liegen wir annähernd bei 40%. Wir müssen Energie einsparen, wir müssen umdenken, wir müssen sehen, dass wir in erneuerbare, umweltfreundliche und regenerative Energien investieren. Wenn Ihnen da die Argumente fehlen, will ich sie Ihnen gerne nachliefern. Aber Atomkraft, bei aller Sympathie und Liebe, bleibt ein ungeklärtes Teufelszeug für uns und unsere Kinder.